Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport 7 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. In der letzten Folge sind wir hier richtig in der Zeit zurückgegangen, nämlich zu den Rennwagen des Vor- und des Nachkrieges. Einige Modelle ja noch vor 1940 und einige nach 1940 hier gebaut worden. Unser Fahrzeug ist hier dieser Ferrari, der ja Nachkriegsfahrzeug ist, 1952 wurde der hier eingesetzt, somit das modernste Fahrzeug in dieser Klasse. Allerdings nicht unbedingt das Kurvenbeste, ja, wenn man das so sagen kann. Wir haben hier zwar eine extreme Power oben raus, aber in den Kurven will es noch nicht so gelingen. Muss man aber auch dazu sagen, dass diese alten Fahrzeuge sich doch auch sehr speziell fahren. Ja, ich habe da den Rhythmus noch nicht so ganz gefunden. Gerade das letzte Rennen, da war ein Regenrennen, da hatte ich so dann doch meine großen Schwierigkeiten. Also hier Bremspunkte zu finden, ist nicht so einfach. Ich werde da versuchen, jetzt in dieser Folge mich zu verbessern und dann so Step by Step in der Meisterschaft nach oben zu klettern. Wir sind aktuell, glaube ich, nur auf Position 8 in der Meisterschaft und damit schon eigentlich schon keine Aussichten mehr, die Meisterschaft zu gewinnen. Aber trotzdem versuche ich jetzt mal das Beste rauszuholen. Ein weiterer Hinweis, wer das nicht mitbekommen hat in der letzten Folge, ich habe eine Meisterschaft quasi nicht veröffentlicht hier auf dem Kanal. Und zwar mit dem Formel Ford Fahrzeug, weil die drei Vatare dort mit mir so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, den A-Punkt-Punkt-Punkt-Punkt gemacht haben. Dennoch möchte ich die Folgen euch nicht vorenthalten. Und wie gesagt, wer die letzte Folge nicht gesehen hat und sich aber trotzdem dafür interessiert, wie ich mich mit den Formel Fords angestellt habe, beziehungsweise wie sich die drei Vatare mit mir angestellt haben, dem verweise ich einfach mal die Videobeschreibung. Diese beiden Folgen sind als nicht gelistet in der Videobeschreibung aufgeführt. Da kann man das Ganze einfach mal anschauen. Und einfach mal gucken. Ich wollte es aber, wie gesagt, aus den gegebenen Gründen, das sieht man dann in der Folge, nicht veröffentlichen. So, wir gehen ganz kurz in den Mods. Wir können nämlich einen neuen Mod verteilen. Und dann machen wir einfach mal, werden sie mindestens Dritter. Und das hoffe ich doch mal, dass ich das jetzt auch schaffe. Denn wir brauchen jetzt mal Punkte, 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 Punkte. Sonst hängen wir hier noch ewig fest. So, Yas-Marina-Strecke, Gesamtstrecke. Also auch wieder ein sehr, sehr moderner Kurs mit sehr, sehr historischen Fahrzeugen. Aber es liegt einfach daran, wir haben hier einfach groß keine historischen Rennstrecken. Wenn aber auch doch ein paar alte Rennstrecken hier eigentlich im Spiel sind oder die es schon lange gibt, die wir allerdings irgendwie dann nicht fahren in dieser Meisterschaft. Warum auch immer wir hier die modernen fahren, wir sind ja auch schon Circuit of the Americas gefahren, was ja auch eine sehr, sehr moderne Rennstrecke ist. Gerade in Amerika gibt es ja viele historische Strecken, aber naja, ich lasse es mal so im Raum stehen. Vielleicht sollte es ja einfach auch dieses Kontrastprogramm einfach sein hier in der Klasse. So, und jetzt gucken wir doch mal, wie wir uns hier anstellen können. Die zwei kriegen sich schon in die Haare. Ja, bei diesen alten Fahrzeugen, da muss man echt viel am Lenkrad kurbeln. Weil, ja, ihr seht ja, diese dünnen Reifen. Und dann vor allem die Reifenmischung von damals, die waren natürlich jetzt nicht auf dem Niveau von heute. Dementsprechend ist der Haftungsabriss extrem schnell weg. Dennoch haben die Dinger Leistung ohne Ende und wiegen auch nicht so viel. Dementsprechend ist das schon so ein Ritt auf der Kanonenkugel im wahrsten Sinne des Wortes. Und das macht es aber für mich auch so schwer, die Dinger abzubremsen, denn ja, kaum Querschnittsfläche der Reifen, ganz, ganz alte Bremsen. Das ist halt schon so eine eigene Sache, aber ihr seht ja trotzdem, was für eine unglaubliche Speed die Dinger gehen. Das ist schon enorm. Und jetzt ist die Frage, wann bremsen wir hier ab? Dass es noch reicht. Oh, das wird jetzt schon richtig eng. Sorry. So, immerhin schon mal auf Position 7 vorgekämpft. Zwei Runden fahren wir nur. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. So. Boah, da kriegen wir leicht einen Schlag hinten rein. Na, schauen wir doch mal, ob wir hier vielleicht in den Kurven uns so reindrücken können, so ein bisschen. Platz 5 schon mal vorgekämpft, sehr schön. Ja, der Maserati scheint hier tatsächlich in dieser Klasse das stärkste Fahrzeug zu sein. Klingt auch am brutalsten.
Und der hat, glaube ich, so die beste oder die gesündeste Mischung zwischen Beschleunigung, Kurvenspeed und Topspeed. Zumindest in der Meisterschaft, upsala, steht der, oder stehen die Maserati-Fahrer sehr weit vorne. Jetzt bin ich hier mit dem anderen Fahrer hier verkeilt und komme da nicht so richtig weg. Aber ich versuche trotzdem die Herausforderung hier mit dem Ferrari anzugehen. Und wir sind immerhin schon mal auf Platz 4 und wenn wir es jetzt noch schaffen, einen da vorne zu überholen, dann schaffen wir immerhin mal die Top 3. Das wäre auf jeden Fall ein Fortschritt. Bis jetzt waren wir da noch immer gut davon weg. Gerade das letzte Rennen war ja ein richtiges Desaster, aber auch viele Rennfehler gemacht natürlich. Viele Bremspunkte verpasst. Hier muss man einfach sehr, sehr früh auf die Bremse gehen bei den Dingern. Kontinuierlich lang bremsen. So, und jetzt hier auf der Gangart oben raus, da ist eigentlich die Stärke des Ferrari. So, ab 200 km/h würde ich jetzt mal sagen, da zieht er hier nochmal richtig schön durch. Da sieht man auch im Vordermann, da kommen wir richtig nah ran. Also solche Strecken kommen uns dann schon entgegen. So, müssen jetzt aber schon wieder auf die Bremse gehen. Und sind jetzt aber hier erstmal in gegen den Maserati, der jetzt aber hier in ist. Allerdings steckt er anscheinend zurück. Und damit haben wir schon mal den dritten Platz uns gesichert. Allerdings der Angriff nach ganz vorne wird auch hier wieder nicht gelingen. So, rechtzeitig anbremsen. Ja, weitere zwei Maserati vorne. Das bestätigt aber nochmal so meine These ein bisschen, dass der Maserati hier in dieser Klasse anscheinend doch sehr dominant ist. Also auch für euch, wer die Klasse noch nicht gefahren ist, vielleicht noch vorhat zu fahren, ja, entscheidet euch am besten für den Maserati. Der scheint hier wirklich so die besten Karten zu haben. Der hat die gesunde Mischung hier. Weil einfach fahren werden sich die alle nicht. Zumindest mal, wenn man es mit modernen Fahrzeugen vergleicht. Aber wir haben es jetzt trotzdem noch Platz 2 geschnappt. Immerhin. Bestes Ergebnis bis jetzt in der Meisterschaft. Würde es nochmal eine Runde mehr geben, hätten wir vielleicht sogar die Chance gehabt auf Platz 1. Aber das schaffen wir jetzt leider nicht. Aber trotzdem, ich bin zufrieden. Zweiter Platz ist okay. Kann man mit leben. Will ich mich nicht beschweren. Ist auf jeden Fall schon mal ein gelungener Auftakt als in der letzten Folge. Ja, die Maseratis, die ziehen hier richtig was ab. Eine richtige Show. Seht auch, der erste Ferrari, also außer wir, erst auf Platz 9 liegend, ist schon eine andere Welt, ein bisschen. So, wir speichern das Ganze nochmal ab. Und dann geht's zum nächsten Rennen direkt. Und dann gucken wir, dass wir ein bisschen ein paar Punkte aufholen können im Vergleich zur Konkurrenz. So, da muss ich kurz einen Cut machen. Ja, egal. Weiter geht's. Und ja, zwei Mods sind auch erfüllt worden und verbraucht. Dann können wir gleich nochmal neue aktivieren. Und was machen wir denn hier? Verbesserte Rennbelohnung können wir ja mal machen. Und nur Bremslinie, ja, machen wir irgendwie sowas mal rein. Egal. So, wir von Monza. Das ist natürlich unser Heimrennen. Drei Runden dürfen wir fahren. Und hier ist natürlich Topspeed gefragt, aber auch natürlich frühes Bremsen. Und das werde ich jetzt versuchen, hier mit dem Ferrari anzugehen. Ja, 605 Punkte erst. Sieht aktuell in der Meisterschaft nicht so gut aus für uns. Aber die ersten Rennen liefen halt leider auch nicht so gut. Aber jetzt schauen wir einfach mal, wie das Ganze so funktioniert. So, da sind wir. Autodromo Nazionale Monza, Gesamtstrecke. Geil wäre es natürlich, wenn es die alte Strecke, die historische Strecke hier im Spiel geben würde. Assetto Corsa oder ein Project Cars machen es ja vor, aber Forza sträubt sich ja immer noch so ein bisschen dagegen, auch historische Strecken reinzubringen. Leider. Muss man ja sagen. Cool wäre es auf jeden Fall.
Jetzt bin ich mal gespannt. Der Maserati möchte natürlich auch in Italien gewinnen. So ist es ja nicht, aber ich glaube, wir haben gute Karten jetzt mit dem Ferrari hier. Ist tatsächlich sogar vielleicht ein Sieg einzufahren. Schauen wir einfach mal. Jetzt müssen wir nur aufpassen, die erste Schikane wird es in sich haben. Jetzt gleich richtig eng. Lass mal ein bisschen anrollen hier. Und, ja, hier wird es sehr, sehr eng. Kriegen wir auch gleich einen Schlag hinten rein. So. Oh, da kommt das Auto aber richtig quer gerade. Das ist jetzt nicht so toll. Da fehlt uns ein bisschen der Grip. Und ja, die Bremsen, das ist echt das Manko hier bei dem Fahrzeug. Oder in der Klasse, sagen wir einfach mal. Man ist halt das einfach nicht so gewohnt, dieses frühe Bremsen. Muss jetzt gucken, dass ich hier schleunigst einen guten Rhythmus hinkriege. Ja, unser Ferrari-Kollege lässt uns hier den nötigsten Platz, den es nur gibt. Komm, auf geht's. Oh, das war jetzt fast klar, dass ich da ein bisschen dran eck. Ja, sehr schön. Ja, am anderen Ferrari hat man gesehen, wie früh man hier tatsächlich schon bremsen muss. Das ist der Wahnsinn. Ja, Platz 7 erstmal in der ersten Runde. Wir haben aber 3 Runden. Jetzt haben wir vielleicht auch ein bisschen mehr Luft einfach mal, weil der jetzt hier richtig schnell rauskommt. So, komm, 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 komm. Gucken, dass das Heck nicht wieder so extrem kommt. Soll ja keine Driftshow werden hier. Boah, wie hart ich abbremsen muss. Und jetzt eckt der hier hinten an. Boah, warum macht der Maserati jetzt hier so langsam? Sonst sind sie in den Kurven doch auch so schnell. Na egal, unsere Chance hier vorbeizugehen. Schon mal Platz 5. Mal gucken, ob es in dieser Meisterschaft überhaupt für einen Sieg reichen wird. Bin ich mal wirklich gespannt. Ja, das war jetzt nicht gerade so nett von mir. Aber drei Vatare machen sie ja auch nicht anders. So, Platz 4. Und den könnten wir vielleicht auf der Bremse noch bekommen, wobei der Maserati doch schon deutlich später bremsen kann als wir. Ja, komm, lass mich durch. Komm, nicht so viel quer. Das ist alles blöd. Er will einfach keinen Grip fassen gerade, der Ferrari. Diese dünnen Fahrradreifen einfach. Das ist. Die können halt auch keinen Grip fassen. Wie denn auch? Egal, dritter Platz schon mal, letzte Runde. So, jetzt. Vorsicht. Und Quersteher versuchen zu vermeiden. Du hast nämlich alles Zeit.
Zeit, glaube ich, ein bisschen zu spät gebremst, ja. Zum Glück nicht in den Reifenstapel. Boah. Zweiter Platz, immerhin. Wenn wir es ein bisschen gut anstellen, ist jetzt hier der erste Platz noch drin, auf jeden Fall. Das wäre der erste Sieg. Heimatland unseres Fahrzeugs. Auf geht's. Jawohl, sehr schön. Jetzt keinen dummen Fehler mehr machen. Ja, ich hab's ja verschrien. Jetzt keinen dummen Fehler mehr machen und da passiert er. Ich dachte eigentlich, ich habe den richtigen Bremspunkt ausgewählt, aber so täuscht man sich, wenn man sich einfach in dieser Rennklasse nicht auskennt. Aber ich glaube, wir haben noch nicht verloren. Maserati kam nämlich hier auch nicht so gut raus und wir sind ein bisschen schneller auf den Geraden. Also nochmal eine Chance jetzt für den Sieg. Jetzt aber rechtzeitig bremsen. Ah, komm, 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 komm. Grip fassen und durchziehen jetzt. Und dann gewinnen wir zum ersten Mal in dieser Serie und das beim vierten von sechs Rennen. Das ist, naja, nicht gerade die beste Bilanz. Auf einer Strecke, die dem Ferrari sehr, sehr entgegenkommt. Aber ja, vielleicht werde ich auch irgendwann mal wieder diese Serie fahren. Und dann werde ich definitiv... Gönnen Sie sich eine Verschnaufpause in der Werkstatt. Ja, ist auf jeden Fall... Ja, eine interessante Klasse, aber wie gesagt, dann würde ich es auf jeden Fall mit dem Maserati oder so machen, also mit dem Fahrzeug, was hier definitiv scheinbar das Stärkere ist. Wir kriegen einen Erfolg, Geld regiert die Welt. DNC 503 durch Mods, okay, auch nicht schlecht. Also in der Summe haben wir jetzt durch Mods schon eine halbe Million verdient. Plus 3 steigen wir auf in der Rangliste, sind trotzdem extrem weit hinten dran, also da haben wir keine Chance mehr, die Meisterschaft zu gewinnen. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch aufs Podium. Das ist ja, sage ich mal, immerhin das Ziel oder das ist das Ziel, was ich schon schaffen würde, aufs Meisterpodium eines jeden Cups zu kommen. Das wäre schon so das Mindeste. So, da kriegen wir noch mal ein bisschen was dazu. Ja, Geld für unsere Finanzen sind aktuell jetzt nicht die besten. Aber das kriegen wir schon noch hin. Und ja, jetzt geht's zu Spa-Francorchamps, auch eine Strecke, eine Traditionsstrecke, auch wenn man damals eine etwas andere Variante, eine etwas längere Variante unter anderem gefahren ist. Aber ist ja jetzt egal. Ja, wir nehmen einfach mal 25 Meter Vorsprung ins Ziel. Es wird schwierig, aber ich probiere es mal. Ich probiere es mal und wir gehen direkt zur Strecke. Schönes Wetter. Das zweitletzte Rennen dieser Serie. Und dann kommen wir schon zum Finale und da werden wir wieder ein langes Rennen machen. Ja, bin ich mal wirklich gespannt, was für eine Strecke das Finale sein wird. Vielleicht Nürburgring Nordschleife oder sowas. Oh Gott, da würde ich mich umbringen, glaube ich. Also ich hätte schon Bock drauf irgendwie. Jetzt, wo ich es mir so gerade überlege, wäre schon irgendwie cool. Aber jetzt gucken wir mal. Ja, Spa. 2 Runden dürfen wir fahren. Nur 955 Punkte von 2000 möglichen. Also weit hinter den Erwartungen zurück hier aktuell. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir hier vielleicht nochmal was reißen können. Und vielleicht können wir jetzt in Spa auch nochmal Podium-Finish einfahren. Wäre schon mal nicht schlecht. Aber jetzt auch hier wieder versuchen, gut die Bremspunkte zu erwischen. Das ist hier das A und O, meiner Meinung nach. Und da sind wir schon mal sehr gut durch die erste Kurve gekommen. Ohne Kontakt. Gleich mal ein paar Positionen geholt. Jetzt Eurouge, das wird jetzt interessant sein mit den alten Kisten hier. Ich bremse mal lieber ein bisschen an. Und das macht die Konkurrenz auch. Zu Recht. Ich habe wieder ein bisschen Probleme auf der Hinterachse Grip zu finden. Aber jetzt können wir vielleicht unsere Power ein bisschen ausspielen hier. Jetzt nur wo hier den Bremspunkt setzen, das ist jetzt die große, große Frage. Ich würde mal sagen, hier. Das ist schon zu spät ein bisschen. Sind aber jetzt noch auf der Strecke zum Glück. Verlieren jetzt aber die Position hier wieder. Zu Recht natürlich. Hier würde ich... Ja, ich glaube schon fast,
dass wir beim Ferrari am frühesten von allen bremsen müssen. Obwohl wir eines der leichtesten Fahrzeuge haben hier in der Klasse, aber naja, das ist halt so eine eigene Geschichte. Das wird jetzt interessant, der andere Fahrer noch innen. Ja, steckt zurück, zum Glück. Gucken wir mal, ob wir gegen die Silberpfeile hier eine Chance haben. Ja, und vorne glaube ich schon wieder das Dreier Maserati-Trio. Die sind wahrlich in der Klasse dominant. Vielleicht liegt es auch nur einfach an den drei Daivantaren, die da vorne so stark auftrumpfen. Aber ich kann mir schon vorstellen, so von den Werten her sah der Maserati bei der Fahrzeugauswahl schon sehr, sehr gut aus. Von den theoretischen Werten, aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden. Bei mir war ja eher die Auswahl zwischen Silberpfeil und Ferrari. Ich habe mich dann doch irgendwie für den Ferrari entschieden. Ob das natürlich jetzt die richtige Wahl war, weiß ich nicht. Nach den ersten Ergebnissen hier auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, ich hätte mich mit allen extrem schwer getan. Bin ich sicher. So, sechste Position. Es geht in die zweite und letzte Runde rein. Mal gucken, ob wir hier irgendwo nochmal was gut machen können. Wegen sogar jetzt vielleicht nochmal einen Angriff von hinten eher. Vom Ferrari-Kollegen. Komm, fahr's doch Grip jetzt. Oh, ist immer so ärgerlich. Das Fahrzeug könnte schon viel schneller, aber die Hinterachse möchte einfach keinen Grip fassen. War, glaube ich, zu spät. Ja, es war zu spät. Definitiv zu spät. Sorry. Ja, ich meine, Spa, das war eine sehr schnelle Strecke, aber halt auch eine Strecke, wo Kurvenspeed gefragt ist und die lässt der Ferrari halt doch deutlich vermissen. Und das ist auch, glaube ich, das, wo ich mich persönlich am schwersten tue, tatsächlich in der Klasse. Der Ferrari fährt sich, sage ich jetzt mal, am unausgewogensten. Der hat beste Topspeed, schlechtester Handlingwert und, glaube ich, auch einen der schlechtesten Bremswerten. Und eine durchschnittliche Beschleunigung. Und das macht es so schwierig von diesen modernen Rennwagen oder modernen Fahrzeugen hier auf dieses ganz alte Fahrzeugmodell umzusteigen. Ich denke auch, dass ich mich mit Maserati wahrscheinlich am besten getan hätte, aber ja, was wäre, hätte, wenn? Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das Beste noch draus mache. Aber es wird keine Top-3-Platzierung, wie ich es mir am Anfang für gewünscht hätte, aber es waren auch zu viele Fahrfehler wieder drin. Beziehungsweise sagen wir einfach mal, zu oft wieder den Bremspunkt nicht gefunden auf die Schnelle. Das ist halt immer so die Gefahr, ne? Wenn man halt Fahrzeugklasse fährt, die man nicht so kennt und dann nicht weiß, wo die Bremspunkte zu setzen sind. Aber vielleicht kriegen wir trotzdem noch Platz 4, wenn ich es jetzt ganz geschickt anstelle, aber ich glaube es jetzt fast nicht. Hier sehr über den Curb ausweichen, jetzt hier unten raus dürfte der Silberpfeil ein bisschen besser beschleunigen als wir. So ist es. Damit nur Platz 5 und damit wieder mal ein Ergebnis, was ja nicht den höheren Ansprüchen genügt. Aber ja, so ist es nun mal. Es kann nicht immer nur um den Sieg gehen, auch in solchen Klassen nicht. Und ich bin da der festen Überzeugung, dass wir auf jeden Fall irgendwann das mal wiederholen werden. Aber halt, wie gesagt, dann nicht mit dem Ferrari. Ja, wir verlieren jetzt sogar wieder eine Position, sind jetzt hier deutlichst zurückgefallen in der Meisterschaft. Fünfter Platz nur und ich glaube auch, selbst im letzten Rennen werden wir keine Chance haben, hier
was zu reißen. Aber naja, schauen wir einfach mal. Wo geht denn das nächste Rennen hin? Das wissen wir jetzt nicht. Egal, wir gehen eh zurück. Die Folge ist nämlich, die beende ich jetzt mal ein bisschen früher. Und dann werden wir in der nächsten Folge, werden wir das Ganze angehen, das Finale. Und jetzt kriegen wir aber erstmal nochmal ein Level up. Sehr schön, dann nehmen wir mal den Volvo S60 mit. Da uns jetzt auch nichts kostet zum Glück. Sehr schön. Und das nächste Rennen führt uns, das müsste doch jetzt hier eigentlich stehen im Hauptmenü, wo das Finale stattfindet. Ich hoffe, eine Strecke, die unserem Fahrzeug ein bisschen entgegenkommt. Gehen wir mal hier kurz zurück. Und zwar Nürburgring. Und das könnte tatsächlich vielleicht die Nordschleife sein. Das wäre auf jeden Fall geil. Da würde ich mich drauf freuen. Schauen wir einfach mal. Lassen wir uns überraschen in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn du auch wieder dabei bist. Auch wenn jetzt in den letzten beiden Folgen das Ergebnis nicht so gut lief. Und auch in den beiden nicht gelisteten Folgen was ganz anderes nicht so gut lief. Hoffe ich trotzdem, dass du weiterhin dabei bist. Ich denke mal, wir werden hier im Laufe der Karriere immer Rückschläge erleben und wieder Dinge erleben, wo es dann einfach mal wieder ein bisschen besser läuft und halt eben, wie gerade eben gesehen, auch wieder ein bisschen schlechter. Aber ich denke, das gehört dazu und da freut man sich umso mehr, wenn es wieder ein bisschen besser läuft. Das ist aber auch für mich kein Grund, den Schwierigkeitsgrad jetzt hoch und runter zu schrauben die ganze Zeit. Ich denke, der Anspruch muss ja irgendwo auch da sein, wenn die Drivatare dann auch entsprechend fahren, ja, anders wie eben in den Ford-Videos. Aber ja, sei es drum. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Folge wieder dabei. Morgen geht's weiter, so zumindest mal der Plan. Und ja, dann bis dann. Ciao, ciao.